Hallo und willkommen. Ich möchte wieder für die einzelnen 12 Sternzeichen Karten auslegen für den Monat September 2021. Es geht ja um den privaten Bereich, um eure Beziehung, Partnerschaft, familiäre Angelegenheiten. Ihr könnt aber natürlich gerne versuchen, die Legungen auch auf andere Lebensbereiche zu übertragen. Ja, die Legungen sind geschlechtsunabhängig zu bewerten, kann für beide Geschlechter stehen, wenn hier Königinnen, Könige, Personenkarten auftauchen. Und die Legungen sind an das Kollektiv gerichtet, also an die Allgemeinheit. Deswegen kann und wird es passieren, dass sich hier ein Einzelner in seiner Situation überhaupt nicht wiederfindet. Das ist völlig normal, denn es kann ja auch nicht bei Millionen von Menschen jeden Monat das Gleiche passieren. Ihr habt in dem Fall die Möglichkeit, euch die Videos zu eurem Mond, Venus, Aszendentenzeichen anzuschauen. Manchmal passt es da einfach besser. Ja, ich habe dieses Mal das Mischen und das Auslegen aufgezeichnet. Ihr könnt das aber sehr gerne überspringen. Unter den Videos befinden sich Zeitstempel. Einfach draufklicken, dann landet ihr sofort bei der Deutung. Also, dann viel Freude damit. So, lieber Skorpione, ich fange jetzt an mit dem Mischen und Auslegen der Karten. Unter dem Video befindet sich ein Zeitstempel. Da könnt ihr gerne raufklicken, wenn ihr das überspringen möchtet, dann landet ihr auch sofort bei der Deutung mit den komplett ausgelegten Karten.
Ja, ich starte hier mit diesem Stapel. Das ist quasi das Ziel, das ist die Wurzel, das ist das übergeordnete Thema und da kann man manchmal so ein bisschen tiefer erkennen, warum passieren jetzt gerade die Dinge, worum geht es hier in der Wurzel. Und da haben wir zunächst mal hier fünf der Kelche. Das ist die Karte der Enttäuschung, der Trauer. Ja, hier ist sehr viel Traurigkeit, weil etwas zu scheitern droht. Ja, hier hat etwas nicht geklappt. Ja, man ist hier auf der emotionalen Ebene sehr demotiviert, ja, und frustriert. Allerdings, es ist nicht alles verloren, es ist nur eine Übergangsphase. Drei Kelche, etwas, worauf man sich gefreut hat, wo man sich was erhofft hat, die sind umgekippt. Aber hier stehen immer noch zwei Kelche, ja. Und das ist wichtig, den Fokus auf diese zwei Kelche zu setzen, auf das, was noch da ist. Ja, es ist wichtig, sich in der Situation zu motivieren, nach vorne zu gucken und positiv zu denken. Es ist eine Karte, die auf der emotionalen Ebene stattfindet. Das heißt nicht, dass es im realen Leben tatsächlich so geschieht. Ja, es passiert im emotionalen Bereich. Und das ist ja immer sehr steuerbar durch die Kraft der Gedanken. Was haben wir hier für Klärungskarten? Vier der Stäbe, der Magier und die Herrscherin. Ja, es geht um diese vier Stäbe, es geht um den häuslichen Bereich, um familiäre Angelegenheiten oder generell um das Aufbauen einer festen Partnerschaft, einer Verbindung zu Menschen. Es geht hier um sichere Strukturen, es geht um Langfristigkeit, es geht um Schutz. Weil wir haben hier auch diesen Baum abgebildet. Der Baum ist für mich immer auch so ein Schutzsymbol. Ja, da möchte man unbedingt etwas erreichen, ja, hier mit dem Magier. Große Wünsche, die umgesetzt werden müssen, um jeden Preis. Hier haben wir auch die Herrscherin, ja, es geht irgendwo auch um das Thema Kontrolle. Es geht darum, etwas lenken zu wollen mit ganz großer Energie. Man möchte hier etwas in eine ganz bestimmte Richtung bewegen. Es soll was Großes werden. Ja? Es soll etwas Großes bewegt werden. Und ja, hier mit den fünf Kelchen scheint es da an der Motivation zu hapern diesbezüglich. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Probleme, die auftauchen. Na, mal schauen. Hier ist der Stapel mit der Vergangenheit. Wir schauen, was war in der Vergangenheit so los bei den Skorpionen. Vergangenheit können immer die letzten Wochen, Monate sein. Das ist bei jedem ganz verschieden. So, da haben wir hier den Ritter der Stäbe, vier der Münzen und die Prinzessin der Münzen. Ja, zentral in der Mitte diese vier Münzen, ja, das ist so dieses krampfhafte Festhalten und angstbehaftet agieren. Ich möchte nichts hergeben, ich muss sparen, ja, auf der finanziellen Ebene. Das ist so dieses nicht fortkommen können aus dem Sicherheitsdenken heraus, ja. Ich bleibe hier sitzen, ich bleibe hier fest, weil wenn ich mich bewege, dann kann irgendwas passieren. Ja, aber es passiert halt überhaupt nichts, wenn man, ne, wenn man immer nur in Angst lebt und sich an irgendwas festklammert. Das ist ja das Schlimme. Also die totale Blockade hier in der Vergangenheit. Ja, und man hatte hier aber irgendwelche Ideen. Ja, hier gab es irgendwelche Ausreißer, aber es war immer nur so kurz. Ja, da flackerte mal irgendwas auf, eine Idee. Oder da kamen irgendwelche Leute, die Ideen hatten, euch mitgerissen haben, aber das war immer nur so kurzfristig und ihr seid immer wieder hier in diesem Vierer-Münzen-Modus hängen geblieben. Ja, hier mit der Prinzessin der Münzen, das ist schon so ein bisschen solider. Ja, man hat da schon probiert, in kleinen Schritten etwas Struktur reinzubringen, etwas aufzubauen, aber durch diese übermäßige Vorsicht war das alles sehr zäh, hat lange gedauert und war nicht besonders fruchtbar.
draufgeklärt. Danach, ja. Danach, das ist ja die Aufforderung, komm, spring, versuch doch was Neues. Was soll denn passieren? Ja. Und ich glaube, es ist das, was ihr in der Vergangenheit immer angestrebt hattet. Ihr wolltet hier was Neues, vielleicht auch einen Neuanfang mit einem bestimmten Menschen oder was euer Leben allgemein betrifft, ja, eure Projekte, auch beruflich. Irgendwas Neues wollte hier ins Leben kommen. Und ja, danach ist als Kartensymbol sehr unbedacht, sehr leichtfüßig, ja. Dieser Junge dreht sich hier in diesem Rad und er ist ja in einem Abgrund, aber er lächelt, ne? Der macht sich überhaupt keine Sorgen. Aber hier mit 4 Münzen macht man sich große Sorgen. Ja? Also ich glaube, viele Skorpione hatten in der Vergangenheit mit diesen Ängsten, mit den Zweifeln, mit diesem Festhalten zu tun, aber die meisten haben sich überwinden können und haben gesagt, doch, ich springe, ich wage es trotzdem. Ja? Ja, jetzt schaue ich mal auf die Gegenwart. Was ist jetzt aktuell so los? Der Herrscher. Ja, hier haben wir die Herrscherin. Der Herrscher. Es geht sehr stark darum, man möchte in einem bestimmten Thema die Kontrolle behalten. Ja? Oder eine Partei möchte hier die Kontrolle behalten. Und wenn da jemand eine andere Meinung hat, was anderes möchte, ist es schwer, an so einem Herrscher vorbeizukommen. Der Herrscher kann auch für übergeordnete Strukturen stehen, für behördliche Angelegenheiten, Ämter, ja, also alles so, ja, an Behörden, die vielleicht auch übergeordnet eingreifen. Ne? So, das Finanzamt kann auch hier als Herrscher dargestellt sein oder Schulamt. Also hier irgendwie, hier ist jemand da oder eine Struktur, die mehr zu sagen hat, vielleicht. Oder mehr sagen möchte. Der Herrscher kann auch allgemein darauf hindeuten, dass es jetzt sehr wichtig ist, klare, feste Strukturen anzustreben, damit sie vielleicht zum späteren Zeitpunkt nicht angreifbar werden. Ja? Hier geht es um Ordnung und Klarheit. Bei dem Herrscher ist wenig, ja, also die Dusseligkeit. Also, wenn man sich zu sehr in emotionale Gefilde verstrickt, hat man es schwierig mit dem Herrscher. Ja? Also, man muss hier wirklich mit einem ganz klaren Verstand, mit einem klaren Kopf vorgehen und auch stark auftreten bei der Herrscherkarte. So, was haben wir hier drauf geklärt? Die Königin der Stäbe, den Herrscher nochmals und den Eremiten. Ja, speziell der Herrscher mit dem Eremiten in Kombination ist halt immer so diese starre Kontrolle. Ja, das ist so diese moralische Kontrolle. Das ist richtig, das ist falsch. Und so geht's lang und nicht anders. Und wer das anders sieht, kommt hier nicht dran vorbei. Die Königin der Stäbe ist wiederum anders aufgestellt. Ja, die Königin der Stäbe, die ist auch sehr mutig. Ähnlich wie der Herrscher ist sie sehr forsch und durchsetzungswillig. Aber die ist spontaner, die ist flexibler und die hat auch viele kreative Ideen, die Dinge vielleicht anders, einfacher, spontaner, lustiger, kreativer zu gestalten. Vielleicht müssen sich diese Parteien hier auch einig werden, wie das hier zukünftig weitergeht. Ja, einer hat hier definitiv die Hosen an, aber mit der Kraft der Königin der Stäbe lässt sich auch vieles lenken. Ja, also ich sehe da sehr viel Inspiration, sehr viele Möglichkeiten, wenn man hier mit der Energie der Königin der Stäbe mitgeht, ja, und sich da wirklich auch mutig positioniert und sagt, nee, ich habe aber eine andere Idee, ich möchte das anders haben. Aber sehr viel Energie, sehr viel Power ist hier dahinter. Momentan ist sehr viel los, also eine sehr starke Energie.
Ja, liebe Skorpione, wir schauen jetzt mal direkt hier auf euren Stapel, um da ein bisschen genauer zu erkennen, wie es euch so geht, wie ihr mit der Situation explizit umgeht. Was haben wir hier? Sieben der Stäbe. Ja, ihr habt Angst, ne? Blockade. Auf dieser Karte sehen wir einen Mann, der sich mit einem Stab verteidigt und da ragen sechs Stäbe ins Bild. Aber wir wissen nicht, ob es sich hier nur um die reinen Stäbe handelt oder ob da auch sechs Menschen drumherum sind, die diese Stäbe halten und diesen einen Mann angreifen. Ja, also sieben der Stäbe kann auch manchmal so dieses paranoide Denken sein. Ja, ich fühle mich wieder angegriffen, da kam schon wieder Kritik, das habe ich falsch gemacht oder die Dinge laufen nicht so, wie ich mir das vorstelle und deswegen sind alle gegen mich. Man muss da differenzieren, ja. Ist das jetzt wirklich hier nötig, dass ich mich immer wieder verteidige oder in dieser Angst verharre? Oder besteht da wirklich eine Gefahr, dass mich jemand, aus meiner Mitte reißen möchte? So, drauf geklärt. Der Ritter der Stäbe, der Teufel und die Prinzessin der Münzen. Ja. Also hier mit dem Teufel, du bist hier von einer bestimmten Idee total fasziniert und besessen, ja? Oder es ist ein Mensch, der dich so in den Bann zieht. Auf jeden Fall, du bist hier Feuer und Flamme, etwas zu bewegen. Du bist hier sehr aktiv, sehr viel unterwegs, sehr mobil, um etwas Bestimmtes, was du dir hier in den Kopf gesetzt hast, zu verwirklichen. Ja? Du fühlst momentan diese Blockade und du willst diese Blockade so schnell wie möglich auflösen, indem du hier in die Handlung gehst. Ja, du denkst dir, wenn ich jetzt hier aktiv werde, dann werde ich die Dinge in meine Richtung lenken. Hier haben wir diese Prinzessin der Münzen. Du möchtest ja auch etwas von Langfristigkeit umsetzen. Hier geht es hier um langfristige Perspektiven. Du hast hier einen bestimmten Plan und das ist aber nicht nur etwas für eine kurze Zeit. Du möchtest ja auch etwas Langfristiges haben. Und ja, auf der einen Seite bist du sehr aktiv, auf der anderen Seite bist du aber auch sehr bedacht. Ja, ja, du kommunizierst sehr stark, du bist sehr aktiv, aber gleichzeitig auch vernünftig. Ja, du versuchst auch da Vernunft walten zu lassen. Das ist auch wichtig und richtig. Okay, wie sieht es denn aus hier mit deinem Gegenüber? So, was haben wir denn hier? Sechs der Kelche. Sechs der Kelche ist eine interessante Karte. Da kann man sehr viel reininterpretieren. Entweder hast du es hier mit jemandem zu tun, den du schon lange kennst, oder du triffst auf jemanden aus der Vergangenheit. Ja, Vergangenheit ist ja ein allgemeines Wort. Ja, das kann auch wirklich jemand sein, wo du denkst, hey, den kenne ich schon immer. Das ist so Seelenverwandtschaftskarte. Bei Sechs der Kelche sehe ich auch manchmal familiäre Themen, Kinderthemen im Fokus. Ja. Oder es ploppt eine Situation bei dir auf, lieber Skorpion, die du aus deiner Kindheit kennst. Es geht hier um ein Thema aus der Kindheit. Strukturen aus der Kindheit, also irgendetwas, was dir vertraut ist. Na, wir schauen mal weiter. Drauf geklärt, das Ass der Münzen und Zehn der Münzen, Münzen überall. Ja, das Gegenüber hat es hier auf die Münzen abgesehen. Das Gegenüber ist hier definitiv in einer sehr stabilen Situation, in einer sehr stabilen Position. Vielleicht ist dieser Mensch auch in festen Strukturen eingebunden. Ja, einige haben es hier auch mit jemandem zu tun im September, der ist selbst gebunden, vielleicht verheiratet. Ja, könnte sich hier auch um eine Gemeinschaft handeln, ja, die finanziell sehr gut aufgestellt ist. Also hier hat jemand einen sehr großen Halt, eine sehr große Basis. Und die bieten dir auch was an davon, ja, mit dem Ast der Münzen. Da kommt ein Angebot,
was sie euch machen, was auch mit Münzen, mit Stabilität zu tun hat, etwas für die Zukunft, etwas Langfristiges. Ich schau mal, wie das hier weitergehen könnte in der nächsten Zeit. Der Hierophant. Ja, Glaube ist alles. Wenn du fest daran glaubst, an deine Ziele, an deine Visionen, gibt auch der Hierophant sein Okay dafür. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass das übergeordnete Ziel stimmig ist. Du musst, also deine Idee, dein Projekt muss Hand und Fuß haben. Du musst schon wissen, wo du hin willst. Und der Hierophant folgt auf dem Herrscher. Das heißt, wenn du das hier mit dem Herrscher, mit den klaren Strukturen wirklich richtig hinbekommen hast und verstanden hast, worum es da geht, sagt der Hierophant, okay, ich gebe mein Einverständnis dafür. Draufgeklärt, 6 der Münzen, das Ass der Schwerter, 9 der Schwerter und 8 der Münzen. Sechs der Münzen ist, einer hat viel, der andere hat wenig. Das ist ein Ungleichverhältnis bei der Ressourcenverteilung. Ja, Ressourcen können Zeit, Geld, Aufmerksamkeit, Möglichkeiten, Chancen sein. Hier hat jemand wenig Chancen oder vielleicht wird hier jemandem das Gefühl gegeben, ja, okay, du hast nicht so viel, du bietest mir nicht so viel, aber ich bin ja nicht so, ich nehme dich trotzdem, ja. Das ist so ein bisschen Almosen verteilen. Das ist nicht schön, ja, so ein Gefühl zu bekommen. Ich gebe dir ein paar Brotkrumen ab oder die paar Minuten Zeit, die ich in der Woche übrig habe, werde ich dir dann schenken. Das ist so ein bisschen aus Mitleid, ja. Und hier kommt dieses Ast der Schwerter, wo einer sagt, ne. Das habe ich nicht nötig, das will ich nicht. Ja. Also hier möchte das jemand nicht haben. Entweder möchte hier jemand nicht diese Almosen oder jemand sagt, nee, du kommst hier nicht rein, ich gebe dir nichts, du kriegst von mir nichts, weil du nichts zu bieten hast. Und das ist definitiv ein schmerzhafter Prozess hier für jemanden, ja, das zu begreifen. Ja, das macht sehr traurig, das ist ein Schock. Aber es ist auch ganz dienlich dazu, um zu erkennen, was nicht passt. Ja? Da stellt man dann fest, okay, das musste jetzt wahrscheinlich so eine Schocknachricht kommen, damit ich das endlich begreife, dass das hier nicht funktioniert. Ja? Und hier haben wir 8 der Münzen hinten dran. Und das bedeutet, dass aber hier keiner aufgeben wird. Ja? Hier wird weiter fleißig dran gearbeitet, um ja, einen gewissen Münzstatus zu erreichen. Münzen können für Geld stehen, für Aufmerksamkeit, Zeit, Chancen, Ressourcen aller möglichen Art. Ja? Es geht immer um Langfristigkeit, um Stabilität, um langfristige Perspektiven, die hier angestrebt werden. Da sind sie noch nicht da, aber da wird hart dran gearbeitet, das umzusetzen. Und hier wird sich jemand wirklich bemühen und alle seine Kräfte mobilisieren, um das hier auszugleichen, um das hinzubekommen. Ja, ich schaue hier nochmal rüber zu den Lenormand-Karten. Zentral in der Mitte das Kind. Das Kind steht für Kinder, eigene Kinder, Enkelkinder. Ich habe ja gesagt, hier sechste Kelche verbinde ich auch sehr stark mit dem Thema Kinder, Familien. Entweder geht es um eure Kinder, Kinder in der Familie, die hier im Fokus sind im September, oder es geht um Neuanfänge.
jeglicher Couleur. Beim Kind könnte es sich auch um neue Kontakte, um eine Auffrischung eines Kontaktes handeln, weil Quersumme ist die 18, der Hund, und der taucht hier auch auf. Und der Hund kann auch für jüngere Personen stehen, aber auch für Menschen, die man schon länger kennt, die einem treu sind, wo Treue, Loyalität, Zuverlässigkeit, wo man sich kennt, wo man weiß, auf wen man bauen kann. Ja? Also das ist hier im Fokus, hier direkt daneben der Schlüssel. Man sucht hier für man sucht eine Lösung für dieses Thema, für dieses Problem vielleicht, ja, weil angrenzend an dem Kind ist der Sarg und die Wolken, ja. Also mit den Wolken und mit dem Sarg sind hier Unklarheiten, Schwierigkeiten, etwas ist im Stillstand, es gibt hier ein Thema, da kommt man nicht so richtig vorwärts, ja, hier mit 7 der Stäbe, diese Blockade, also irgendwas bewegt sich nicht so richtig vorwärts, man sucht hier einen Ausgang, eine Lösung, und es ist aber nicht so einfach, ne? Hier sind definitiv auch Umwege vonnöten, um eine bestimmte Angelegenheit zu lösen. Das sagt mir hier auch die Sonne im Haus der Schlange. Ja, nun wird es klar, dass der Weg nicht so einfach wird, aber es gibt Lösungen. Definitiv. Ja. Hier die lichte Seite der Wolken ist auch hin zur Seite des Sarges. Was mir sagt, wenn die Dinge jetzt im Moment nicht lösbar sind, wenn du jetzt im Moment keine Antwort auf deine Fragen hast, dann ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht musst du noch abwarten. Ja? Die lichte Seite zum Sarg hin. Ja? Etwas, was stillsteht, was nicht vorwärts geht, kann zum späteren Zeitpunkt auch seine Wirksamkeit zeigen. Ja? Da haben wir diesen Hund. Ja? Und hier haben wir auch als Quersumme den Hund. Auf dieser Achse mit der Sonne, mit dem Kind. Der Wunschbrunnen drunter. Also ich sehe bei vielen ganz große Hoffnungen, Wünsche, Sehnsüchte, ja. Hier hat man das Vertrauen. Man sucht hier aber auch Verbündete, Unterstützung. Wenn es hier um einen neuen Menschen geht, dann ist dieser Mensch sehr loyal, sehr ehrlich, sehr treu, ja. Und das ist jemand, der euch sehr vertraut ist. Ja, hier der Ring und die Ruten. Der Ring ist momentan auf Position 8, Position des Sarges, und spiegelt auch auf den Sarg. Ja, er gibt als Quersumme den Schlüssel. Also etwas Vertragliches oder etwas Verbindliches, eine Partnerschaft, eine Verbindung. Etwas, was man hier festigen möchte, ist momentan vielleicht noch nicht umsetzbar. Das ist momentan noch in der Ruhephase, in der Schlafphase. Was nicht bedeutet, dass es in Zukunft nicht in eine andere Position rutschen könnte. Wir haben direkt daneben die Ruten, also viele Gespräche über eine Verbindung, eine Beziehung oder was Vertragliches stehen an, auch in Zukunft. Ja, da ist Klärungsbedarf, da muss viel kommuniziert werden, da muss vieles geklärt werden. Vielleicht eröffnen sich auch zukünftig neue Optionen, die jetzt noch nicht sichtbar sind. Okay, ich bin am Ende angekommen, liebe Skorpione. Ich wünsche euch einen schönen September. Ja, viel Erfolg, viel Liebe, macht's gut und vielleicht bis bald wieder. Tschüss!